Wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zu einem sehr verstörenden Video. Es ist Donnerstag, normalerweise gibt es donnerstags immer ganz besondere Videos. Das ist heute im Sinne des Umfangs des Videos vielleicht nicht ganz so, aber dafür wird es umso verstörender. Denn ihr habt es schon im Titel gelesen, ich habe ganz besondere Hummussorten für euch. Und zwar sehr verstörende Hummussorten, und zwar Hummus mit Schoko und Achtung, Hummus mit Salted Caramel. Hummus, Cookies and Cream gab es noch nicht, vielleicht kommt es als nächstes. Es ist verrückt, es ist wirklich verrückt und es wird sicherlich Leute geben. Ich glaube, ich hab die halt auch schon mal auf Instagram gepostet und es gibt Leute, die geschrieben haben, dass das gut schmecken kann. Und ja, vielleicht, Kichererbsen sind ja an sich eher neutral vom Geschmack. Und ob ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, einen Pudding koche aus Milch und Mehl und das dann mit Schokolade verfeinere oder ob ich irgendwie eine Masse aus Kichererbsen und, ich meine, Milch wird wahrscheinlich nicht drin sein, aber dann halt Wasser, Tahin und Wasser ersetzt so ein bisschen vielleicht die Milch. Vielleicht passt das irgendwo. Trotzdem finde ich es sehr verrückt, was uns hier verkauft wird. Süß trifft salzig und mit feinem Kakao. Wir schauen drauf. Ich bin sehr gespannt und habe ein bisschen Angst. Ihr dürft mir gerne eure Erfahrungen mit so verrückten Kreationen in die Kommentare schreiben. Und ich weiß, auf Instagram machen auch so lächerliche Sachen wie Kichererbsen-Cookie Dough die Runde. Es tut mir leid. Das ist halt kein Cookie Dough. Es ist halt einfach. Das ist so wie, keine Ahnung, wie wenn man. Also Cookie Dough, Keksteig. Kekse bestehen aus Mehl, Zucker, Butter oder sowas. Dough ist ein Teig davon. Ja, also gehört das da irgendwo da rein. Man kann es natürlich noch vegan machen. Vielleicht kann man meinetwegen noch dann so das klassische Weizenmehl, könnte man noch, auch wenn es wahrscheinlich nicht schmeckt, durch Roggenmehl ersetzen oder durch Dinkelmehl würde vielleicht noch gut gehen. Aber irgendwie wäre es halt ein richtiger Teig. Aber Kichererbsen und da macht man ein bisschen Schokodrops rein und ist es ein Cookie-Keksteig? Nein. Nein, nein und nein. Ihr seid, viele von euch sind vielleicht anderer Meinung. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin offen. Ihr wisst, ich bin oft einer sehr radikalen Meinung und habe natürlich meine persönliche Meinung, die eben meine persönliche ist und ihr dürft ja gerne widersprechen. Das ist immer herzlich willkommen. Aber sowas ist absurd. Und ich müsste jetzt hier wieder ein Fass aufmachen. Aber nein, Leute, bitte, das ist kein Cookie Dough. Das hier will sowas vielleicht nicht sein. Es will einfach eine verrückte Art von Hummus sein. Ich bin gespannt. Wir gucken mal drauf, was drin steckt. Kichererbsenpüree mit Tahini, also genau, Sesampaste mit feinem Kakao. Gekochte Kichererbsen sind drin. Zucker als nächstes, also wird es recht süß sein. Und das sehen wir hier, eher so eine Süßspeise fast schon. Kichererbsenwasser ist drin, irgendwo zum Binden. Ist nämlich oft auch, ist ja Aquafaba, Kichererbsen, ne? Ist auch so ein Bindemittel irgendwo. Wasser, fettarmes Kakaopulver, Meersalz, Vanilleextrakt, sehr schön. Säurungsmittel und so weiter. Was fällt uns auf? Kein Aroma, sehr cool. Allerdings muss man sagen, dass der Begriff Hummus Schoko hier ja fast schon Beschiss ist, denn Schokolade ist nicht drin, sondern es müsste Hummus Kakao heißen. Hin und darunter relativieren sie es ein Ganzes, aber es hat überhaupt nichts mit Schokolade zu tun, weil hier keine Schokolade drin ist, sondern Kakaopulver. Und zur Schokolade gehört mehr als Kakaopulver. Also das ist irgendwo schon Verbrauchertäuschung. Der Begriff muss man ganz klar sagen. Schokoaufstrich mit Nutri-Score B ist natürlich auch nicht schlecht. Hier habt ihr die Nährwerte. Fett, kaum gesättigte Fettsäuren, ne? Wir haben eben Tahin drin, Sesam, ist auch nicht ungesund gerade, ist nicht schlecht. Vegan das Ganze übrigens auch, Zucker ist drin, Kohlenhydrate und auch relativ viel Eiweiß, 6,3 Gramm. Bei dem Salted Caramel, wir gucken mal ganz kurz nochmal drauf, wie viel Salz haben wir hier, 0,8, wie viel Salz haben wir hier? 1,2, im Verhältnis ist das schon 50% Aufschlag. Süß trifft salzig. Wir haben hier mit Sorte Karamell Geschmack. So, es ist aber brauner Zucker drin, Zuckersirup und es ist auch Karamell drin. Es ist hier Karamellaroma drin. Schade, dass sie das Karamell dann hier nicht komplett selber gemacht haben, um es reinzumachen. Hätten sie vielleicht zu viel Zucker nehmen müssen, ich weiß es nicht. Schade, dass sie das hier dann nicht auch so schön durchgezogen haben. Hier aber, wie gesagt, sehr löblich, dass man hier kein Aroma drin hat. Aber warum auch? Kakaopulver ist halt an sich schon sehr intensiv. Da braucht man das wahrscheinlich nicht. So sieht es aus. Es sieht so ein bisschen aus wie, sieht schon ein bisschen aus wie so Nutella von der Konsistenz. Ihr seht das hier, eher weich. So wie weiches Nutella, aber so ein bisschen grobe Struktur, das könnt ihr hier, glaube ich, auch erkennen. Ja,
so ein bisschen aus wie so festes Porridge oder Babynahrung oder irgendwie sowas. Salted Karamell. Mist, das fliegt nicht so schön weg, weil da was dran klebt. Da muss ich jetzt gerade an Take My Breath Away denken, weil ich wahrscheinlich vorhin über den neuen Top Gun Maverick gelesen habe, wo ich mich schon sehr drauf freue. Ich muss den ersten Top Gun aber nochmal gucken. Wird bestimmt richtig großes Kino im wahrsten Sinne des Wortes. Hier die Sorte Salted Caramel, auch hier so ein bisschen stückchenhaft, die Konsistenz ähnlich. Ja, schauen wir mal. Becher ziemlich groß für den Inhalt, muss man auch sagen. Da wäre noch das Doppelte mindestens reingegangen. Gut, ihr seht, ich habe mir hier was zum Dippen bereitgelegt, und zwar die Filinchen. Ich esse die gar nicht so als Brot oder Knäckebrot, sondern meistens mache ich so und gehe damit dann irgendwo durch. Das ist ganz praktisch. Also, wir fangen an mit Schoko. Irgendwie sieht das so ein bisschen auch aus wie Durchfall, muss ich sagen. Okay. Es riecht leicht kakaoig. Es riecht jetzt... Also normales Hummus ist ja viel mit Gewürzen auch gemacht und ich glaube auch mehr Tahini. Ach krass. Okay. Es ist leicht bitter. Ich weiß nicht, ob es vom Kakaopulver kommt, aber ich glaube Tahin ist auch leicht bitter, aber es ist ja nicht so viel drin. Also Sesamkörner sind ja auch leicht bitter. Mm. Verrückt. Eine intensive kakaoige Note. Konsistenz. Ich probiere jetzt hier auch mal was pur vom Löffel. Interessant. Das ist eine Süßspeise. Eher wie so ein Pudding oder keine Ahnung. Man schmeckt so diesen Sesam ein bisschen raus und ich glaube, das leicht Bittere kommt von der Tahin, obwohl es ist ja gar nicht so viel drin, waren da irgendwie nur 2% oder sowas, ne? Komisch eigentlich, dass es leicht bitter schmeckt. Vielleicht eine Kombination mit dem Kakao. Wir schauen gleich mal bei dem Salted Caramel. Ausschlussprinzip, wenn der jetzt auch bitter schmeckt, dann liegt es am Tahin und nicht am Kakao, ne? Weil da ist ja kein Kakao drin. Das ist eigentlich ganz lecker, aber es ist irgendwie halt auch ein bisschen merkwürdig gleichzeitig, weil es ja, die Konsistenz und aber es schmeckt irgendwie. Es ist ein interessanter Schokodip, aber irgendwie mein Gehirn kommt nicht klar damit, dass da Kichererbsen die Masse sind, aber das ist eigentlich ganz okay. Also doch, ich meine, so Nutella schmeckt eine Milliarde mal besser, ja, aber es ist nicht schlecht, es ist nicht schlecht. So, jetzt kommen wir hier zu Salted Caramel, Leute. Ach, krass. Okay, man merkt, auf jeden Fall schon mal das Aroma drin ist. Und zwar nicht zu knapp. Oh shit, jetzt habe ich auf die Decke gemacht. Das ist nicht ganz so bitter. Ein ganz bisschen. Also, das ist eine Kombination von Tahin und Kakaopulver, glaube ich, dass es bitter ist. Das Problem an diesem Sorte Karamell ist etwas, dass da zu viel Karamellaroma drin ist. Und das Karamellaroma, das ist, ich finde es nicht ganz so geil. Es schmeckt so ein bisschen arg künstlich nach Karamell. Ja, salzig, weiß ich jetzt nicht. Ja, eine ganz leicht salzigere Note insgesamt schon. Aber dieses Karamellaroma ist komisch. Also, wo der Schoko mir wirklich für diese Kombination ganz gut schmeckt, ist der Karamell mir zu künstlich nach Karamell. Und für Salted, mein Gott, das ist ein Gericht, was ja irgendwo auch ursprünglich würzig ist. Warum haben sie nicht den Salzstreuer wenigstens auch mal reingemacht, um es mal gewagt? Aber, also schade ist wirklich, ich muss das nochmal probieren, ist, also schade ist wirklich dieses Karamellaroma. Das hätten sie irgendwie anders machen sollen. Mir persönlich gefällt dieses Karamellaroma nicht. Also nicht... Also ich meine nicht, dass es nach Karamell schmeckt, sondern dieses spezielle Aroma, was sie genommen haben, diese Substanz, dieses Fläschchen-Aroma, was sie da reingemacht haben, das schmeckt, dieses Aroma ist einfach nicht lecker. Und deswegen ist das ein bisschen versaut, wie ich finde. Das ist aber gar nicht mal so schlecht. Probiert das gerne mal aus, einfach als Dip, um damit keine Ahnung was zu machen.
Ist ganz interessant und naja, es ist irgendwo eine. Shit, mich erschreckt hier. Die Raben, die die Seelen ins Reich der Toten bringen. Ja, früher, erzähle ich euch eine Geschichte. Ich, Darus, wollte früher mal eine Tätowierung haben, was ein Rabe gewesen wäre, aber so als, ich war ja nicht mehr jugendlich, vielleicht war ich 18, 90, ich weiß nicht mehr genau, so als Dummglaube, weil man das mal irgendwie cool fand, so. Vielleicht The Crow, den Film sehr cool fand. Da, boah, irgendwie wäre es doch cool, sich eine Krähe zu tätowieren. Ob ich es wirklich gemacht hätte, sei nochmal eine andere Sache. Aber ich war beim Tätowierer und habe mich mal beraten lassen und, kennt ihr den Film The Crow? Sehr cool. Der Hauptdarsteller ist leider gestorben bei den Dreharbeiten. Da war auch irgendwie eine Patrone drin, die dann ihn halt erschossen hat. Übrigens der Sohn von Bruce Lee, Brandon Lee. Und ich wollte mir jedenfalls mal eine Krähe tätowieren lassen. Übrigens Tokio, auch alles voller Krähen. Sehr erstaunlich dort. Die haben mich manchmal, jetzt fange schon wieder an abzudriften. Jedenfalls wollte ich mir eine Krähe tätowieren und der Tätowierer sagt etwas. Und wenn ein Tätowierer sowas zu euch sagt, dann wisst ihr, dass er gut ist. Der hat sowas gesagt, ja, man sollte etwas Persönliches mit seinem Tattoo verbinden und nicht irgendwie so ein Trendding, nehmen wir mal Arschgeweih, ja, was viele Leute haben. Also dieses Video werden wahrscheinlich 3000 Leute gucken. Irgendeiner von euch hat vielleicht ein Arschgeweih. Tut mir leid, wenn ich das auch so ausdrücke und ich finde das jetzt auch nicht schlimm. Wenn einem das gefiel oder ich sag mal zumindest immer noch gefällt, dann ist das auch völlig legitim. Aber es war natürlich auch so ein Trendding und ich wette, viele Leute bereuen, dass sie das haben. Und deswegen sage ich, wenn man einen Tätowierer hat, der einem sagt, du brauchst etwas, was du persönlich damit verbindest und nicht nur, was du gerade im Moment geil findest, weil du musst auch als Erwachsener noch damit zufrieden sein oder du musst ein Erlebnis gehabt haben, was du dir dann tätowieren lässt, sodass du da immer etwas von hast. Und das hat er gesagt und danach hat sich das mit dem Tattoo auch erledigt, weil ich das einfach nur so cool fand, das Motiv, was ich gesehen hatte, weil ich den Film cool fand, vielleicht war ich in depressive Phase, keine Ahnung, ich weiß das nicht mehr genau. Hab das dann jedenfalls aber auch nicht gemacht und das ist ziemlich cool. Das ist sehr, sehr cool und es gibt so wirklich wenige Dinge, die ich mir tätowieren lassen würde jetzt noch, weil irgendwie fände ich das noch ganz cool, aber gleichzeitig auch irgendwie nicht, weil man es halt auch nicht mehr wegkriegt und keine Ahnung. Wer möchte, darf gerne seine Tätowierung in die Kommentare schreiben. Erzählt, was habt ihr tätowiert und wo habt ihr es tätowiert. Und je nach Stelle bleibt sauber mit den Begrifflichkeiten, sonst wird YouTube das rausfiltern. Was halt sehr cool für mich noch wäre, ist, ich habe halt Biochemie studiert. Ich fände es halt einfach geil, so ein irgendwie, da müsste man dann mit einem entsprechenden Tattoo-Künstler reden, der das vielleicht irgendwie von der Optik her schön machen, einfach so ein DNA-Doppelhelix. Fantastisches Molekül, Baustein des Lebens. Ne? Hat man eine immense persönliche Beziehung zu. Und oder was halt noch zum Beispiel geil wäre, wenn man dann irgendwie einen Teil seines Genoms sequenzieren lassen würde, also sprich die Basenabfolge sich schicken lässt, woran man erkennt, also die dann nur für einen selbst stehen. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil es müsste ein sehr großer Abschnitt sein oder sehr viele Abschnitte, die einen eindeutig identifizieren. Also streng genommen funktioniert es nicht. Aber angenommen, man könnte vielleicht eine Sequenz nehmen, die sagt, dass man braune Augen hat oder braune Haare, was halt auf mich persönlich stimmt. Natürlich auch auf viele andere, aber dass man so einen leicht persönlichen Touch in diese Sequenz macht, weil wie gesagt, die kann ja auch nicht zu lang sein. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber die DNA, wenn man die entwirren würde, die wäre unfassbar lang und man könnte das alles gar nicht auf die Haut draufschreiben, die Basensequenz. Aber dass man einfach so eine schöne DNA-Doppelhelix irgendwo hat, ja, das wäre irgendwie schon ganz cool. Und vielleicht dann irgendwie mit so einem persönlichen Touch, sprich gerade die Sequenz, die sagt braune Haare, wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob eine einzelne Sequenz darüber Ausschluss gibt. Das weiß ich nicht genau. Ich bin jetzt kein Genetiker im Sinne von, dass ich jetzt diese ganzen Muster auswendig kenne. Das war nicht mein Fachgebiet. Aber das, sowas fände ich zum Beispiel wieder irgendwo cool oder irgendein anderes schönes Molekül, wo man irgendwie was verbindet. Ne? Vitamin B12 wäre vielleicht ein bisschen groß, aber irgendwie so Serotonin oder irgendwie sowas. Mal schauen. Genug gequatscht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und eure Meinung neben euren Tätowierungen zu diesem Produkt dürft ihr mir natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. 2 wären auch cool, wenn es gehen würde. Ich bedanke mich dafür und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.